Ja, ich würde gerne nochmal zu unserer Schweigeminute aufrufen. Wir haben heute ja sehr emotionale Beiträge auch wieder gehabt, die mich auch beeindruckt haben. Also gerade wenn junge Menschen dann hier sprechen und dann so auch bewegend, wenn man also merkt, was so na, bei denen in der Seele so vorgeht, was diese Menschen eben halt auch berührt. Und sich dann mal trauen, das zu äußern. Und wir wissen alle, was für Unleid in der Welt passiert. Und deswegen lass uns einfach mal eine Minute positive Energie, jeder dahin, wo er gerne möchte, eine Minute Energie für den Frieden aussenden. Jetzt kommen wir langsam wieder zum Ende des heutigen Montags. Und wie gesagt, ladet die Menschen ein für nächste Woche. Denkt dran, 27.10., dass wir hier Morgen, Gilitzmoor hier haben, dass wir hier also wirklich schön für den Frieden was bewegen können und ladet die Menschen ein. Ladet die Menschen ein, hierher zu kommen. Und wenn ihr denen sagt, pass auf, da läuft Musik auf dem Schlossplatz, lasst uns da hingehen. Bringt die Menschen hier hin und sie werden automatisch, einfach von den Texten von den beiden, die wunderschöne Texte haben, werden sie etwas mitnehmen und ihr werdet auch wieder reden, wird es wieder Reden geben und jeder Mensch wird was mitnehmen, wenn er hier gestanden hat. Davon können wir ausgehen. Gab es sonst noch jemand, der gerne heute noch etwas hier sagen möchte, bevor wir alle nach Hause aufbrechen? Ansonsten, wie gesagt, denkt an die Arbeitsgruppen, schaut einfach mal rein und ich wünsche euch eine schöne Woche, eine friedliche Woche, kommt gut durch und ich hoffe, euch alle zahlreich am Montag hier wieder zu sehen. Bis dann, danke.